Liebe Untertanen, bevor Sie das nun folgende abscheuliche Programm Extra 3 schauen, muss ich Sie... Na was? Sag schon! Im Namen der AfD ausdrücklich warnen. Wieso das denn? Alles, was dieser selbsternannte Pausenclown, Ehring... Der heißt doch Erwin! ...gleich behaupten oder nicht behaupten wird, egal ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, ist erstunken und erlogen. Lustige Witze erzählen kann ich auch selber. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Was macht ein AfDler auf der Autobahn? Er überholt rechts. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Wer hätte das gedacht? Hätten Sie es gedacht? Ich hätte es nie gedacht, in einem Land, das schon lange keine Erfolge mehr hatte im Fußball, das schon lange nicht mehr beim ESC gewonnen hat, in einem Land voller Kulturkämpfe und Streitereien, in einem Land, das sich nicht mal auf einen einheitlichen Artikel für Nutella einigen kann. Es ist natürlich das Nutella, sind wir uns einig, oder? Die Nutella? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der Nutella? Es ist nicht der, es kann nicht der Nutella. Ich werde hier gleich handgreiflich. In diesem Land jedenfalls gibt es auf einmal wieder etwas, das die Menschen miteinander vereint, das die Menschen zusammenbringt. Ich sage nur Hamburg, München, Köln, Berlin, Düsseldorf, da bin ich, Leipzig, Frankfurt, Dresden, Chemnitz, Münster, Osnabrück, Bremen, Kiel, Schwerin, Magdeburg, Mainz, Wiesbaden, Stuttgart, Saarbrücken, Potsdam, Erfurt, Hannover. Und das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt. Wir könnten die gesamte Sendezeit damit füllen. Tausende Kundgebungen. Mit Millionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dieses unsägliche Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam hat das Land aufgerüttelt. Die machen da Pläne, wie sie das Land verändern könnten. Klar, auch die Ampel trifft sich regelmäßig und macht Pläne, wie man das Land verändern könnte. Aber im Gegensatz zur Ampel muss man bei Rechtsextremisten damit rechnen, dass die ihre Ideen am Ende auch wirklich umsetzen. Und da sind sich sehr viele Menschen in Deutschland gerade doch sehr einig. Nicht alle, aber sehr viele. Die sagen, wir wollen keinen Rassismus, der unterscheidet zwischen Deutschen und Passdeutschen. Wir gehen jetzt zusammen auf die Straße. Man protestiert gemeinsam mit dem doofen Nachbarn, mit dem man schon seit Jahren streitet. Streit um die Hecke, einig bei Höcke. Das ist doch prima. Es ist so gesehen eine gigantische Teambuilding-Maßnahme für dieses Land. Gut, es geht schon wieder los, dass einige von der Antifa zum Beispiel sagen, Moment mal, wir waren immer schon gegen die AfD, auch als sie noch in den ganz kleinen Clubs gespielt hat. Und jetzt kommen die anderen, hängen sich damit dran. Jetzt will die CDU hier mitprotestieren, das geht doch nicht. Und die CDU sagt, wir haben keine Lust auf Antifa, linksradikale Parolen, wo kommen wir denn dahin? Leute, bitte, fangt nicht an mit diesem Klein-Klein. Es ist gerade gut, dass das so eine wilde Mischung ist aus vielen gesellschaftlichen Gruppen, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Linken und Konservativen, Jungen und Alten, Demospezialisten und absoluten Neulingen. Ob diese Demos politisch eine Wirkung entfalten werden, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, aber zumindest machen sie eines klar. Die AfD spricht nicht für die Mehrheit in diesem Land. Ihr Programm ist nicht Volk ohne Raum, es ist Traum ohne Volk. Und es wurmt sie. Sie geben das nicht zu. Aber es ärgert sie. Das merkt man daran, dass sie versuchen, diese Veranstaltungen zu diskreditieren. Da heißt es dann, die Regierung habe die Proteste organisiert. Klar. Da macht man mit allen Deutschen eine Doodle-Liste. Leute, ist Demo. Wer kann wo und wann? Wer bringt einen Salat mit? Alles klar. Zack, ist es organisiert. Dann heißt es, es habe da Geld gegeben. Bei den Menschen, die da auf der Straße waren in den vergangenen Wochen, wenn der Staat die alle bezahlen würde, dürfte es schwer werden, die Schuldenbremse einzuhalten. Es wurde auch behauptet, zum Beispiel Schüler seien zur Teilnahme gezwungen worden. Natürlich, kennt man ja, dass Lehrer sagen, so, morgen früh alle zur Demo, wer nicht mitmacht, kriegt eine 5 in Gendern. Bei der AfD stellt man sich offenbar genauso vor. Die
AfD tönen die Wochenschau. Reichlich niedergeschlagen zeigte sich die Parteiführung dieser Tage. Geriet doch die Machtergreifung ins Stocken. In der Wählergunst verlor man gar 3 Prozentpunkte. Alles nur wegen der orchestrierten Möchtegern-Demonstrationen. Gut, dass wenigstens unser Vorsitzender Krupalla noch den Durchblick behielt. Wir sehen, dass natürlich gerade medial durch die Regierung aufgeputscht hier die Bevölkerung ein Stück weit aufgewiegelt wird. Unser Führer, der AfD Thüringen, fand gar heraus, dass die Massen bestellt waren. Allerdings weiß er noch nicht, ob bei Amazon oder Zalando. Außerdem stellte er die Echtheit des Fotomaterials in Frage. Kann es sich doch hier genauso um eine Demonstration aus einem Paralleluniversum handeln? Bleibt die Frage, warum so viel Gewese um einen ungezwungenen Plausch irgendwo in Potsdam? Denn mehr war es laut unserem parlamentarischen Geschäftsführers nun einmal nicht. Das war ein Treffen, wie es Tausende in Deutschland gibt. Fürwahr! Wer hat nicht schon einmal beim Bierchen mit Vordenkern aus der Neonazi-Szene über die systematische Vertreibung von Millionen Menschen palabert? Wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann? Und wo sind wir hingekommen, wenn AfDler nicht mal mehr ungezwungen deutsches Liedgut vortragen dürfen? Am Abend des Landesparteitags der AfD Bayern am vergangenen Wochenende sollen junge Mitglieder in einer Bar rassistische Parolen gesungen haben. Ich weiß nicht, die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht. Deutschland den Deutschen heißt, wir haben ein deutsches Volk. Das sind alle, die den deutschen Pass haben, die legal zu uns kommen, arbeiten. Aber klar, dass die einfältigen Staatsmedien diesen Subtext nicht verstehen. So musste einmal mehr unsere Frontfrau in einer Brandrede so feurig wie der Reichstagsbrand von 1933 der breiten Öffentlichkeit die Augen öffnen. Diese Regierung hasst Deutschland. Und das lässt, wie es ein emsiger Parteisoldat aus Brandenburg scharfsinnig kombinierte, nur einen Schluss zu. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Hoppla, das wollten wir doch eigentlich erst nach der Machtübernahme verraten. Aber Glückwunsch zum schicken grünen Polunder. Moment mal, wir senden doch eigentlich in Schwarz-Weiß. Egal, das war die AfD-tönende Wochenschau. Also von Tobias Doll. Nee. Die Leute gehen da schon freiwillig hin. Die Menschen gehen freiwillig zu diesen Demos, sie bleiben auch freiwillig. In Köln zum Beispiel haben bei der Demo Karnevalsbands gespielt. Die Höhner, Brings, Kasala. Wer da freiwillig stehen bleibt, muss es ernst meinen mit Demokratie und Toleranz. Irgendwie scheint sich in diesem Land etwas zu verändern in letzter Zeit. Es gibt Proteste, es gibt Streiks. Lokführer legen den Bahnverkehr lahm. Das Bodenpersonal der Lufthansa legt den Flugverkehr lahm. Bauern sorgen dafür, dass es auf der Straße nicht weitergeht. Tausende Traktoren sind in den letzten Wochen quer durch Deutschland gefahren. Wir sind inzwischen ein Lokführer- und Bauernstaat. Und das ist neu. Der Deutsche streikt, und zwar während der Arbeitszeit. Das hätte es früher nie gegeben. Oder da hätte man vielleicht mal, ja, nach der Arbeit, nachdem man 8 Stunden lang mal locht hat, hätte man mal gestreikt, wenn es keiner merkt. Deutschland ist heute so wie früher Italien, nur mit schlechterem Wetter. Alle streiken, Lokführer, Bauern, Piloten, Ärztinnen, Apothekerinnen, Pflegepersonal, systemrelevante Berufe. Wenn jetzt noch die Yogalehrer streiken, bricht alles zusammen. Und die Landwirte denken ja auch gar nicht daran, aufzuhören mit ihren Protesten und Blockaden, obwohl ihnen die Politik schon ziemlich entgegengekommen ist. Aber ich habe von Freunden in Berlin zum Beispiel gehört, es kommt da auch gut an. Es ist eine Familie, die wohnen im Prenzlauer Berg und die Kleinen hatten das noch nie gesehen, Landbevölkerung. Das kennen die gar nicht. Also das war für die wie grüne Woche. Nur billiger. Problem ist nur, wenn der Kleine jetzt einen Traktor malt, fängt er immer mit dem Galgen an. Tja. Manchmal haben die Bauern eben nicht ganz so schlaue Ideen. So eine lebensgefährliche Aktion hat die Peiner Polizei auch noch nicht erlebt. Ab 5.30 Uhr heute Morgen blockierten 60 Bauern die A2 Richtung Hannover mit 40 Treckern und einem Mix aus Reifen, Mist und Baumstämmen. Als Menschen für den Klimaschutz Straßen blockiert haben, wurde eine Terrorgefahr herbeigeredet. Da wurde von einer Klima-RAF gefaselt. Bei Bauern habe ich jetzt noch nichts von Trecker-Taliban gelesen, oder? Im Gegenteil, viele Politikerinnen und Politiker nutzen die Gunst der Stunde und entdecken gerade ihre tiefe Verbundenheit
mit der Landwirtschaft. Getreu dem Motto, der Bauer in dir muss Wähler finden. Ganz vorne mit dabei, natürlich, wie so oft, Christian Lindner. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Glaubwürdige Argumentation. Seine Frau hat ein Pferd. Also weiß er, wie hart da gearbeitet wird auf dem Land. Und er ist am Wald aufgewachsen, deshalb quasi ein Bauer. Wäre er neben einem Zoo aufgewachsen, wäre er ja ein Zebra. Ist ja klar. Das ist ja logisch. Ja, ich bin sicher, die Landwirte haben auch gesagt, das ist einer von uns. 100 Pro, so viel Gülle wie der verzapft. Na klar. Natürlich will sich auch die AfD nicht die Chance entgehen lassen, hier als Anwältin der Landwirte aufzutreten, obwohl die AfD ja laut Wahlprogramm Subventionen generell ablehnt. Interessant, oder? Die Landwirte haben jetzt eine neue Strategie. Sie haben sich dazu entschieden, verstärkt Medienhäuser anzufahren. Sie haben offenbar das Gefühl, dass die Medienberichte über diese Demonstrationen bewusst klein gehalten werden. Ich muss sagen, das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ist das hier für ein Lärm? Sorry, können wir den Lärm irgendwie abstellen? Das Gebäude ist mit Güllefässern umstellt. Der Gerichtspunkt ist erreicht. Die Aktion heißt analoger Shitstorm. Wir wollen eine seriöse Gesprächssituation. Ein 033er San Pellegrino und Ingwertee gegen Heiserkeit. Sonst öffnen wir die Ventile und bei Ihrem Auto ist das Schiebedach geöffnet. Okay, ich muss die Frage weitergeben, das müssen Sie entscheiden. Soll er reinkommen? Wollen Sie das? Okay, darf reinkommen. Er soll reinkommen. Herzlich willkommen. Ja. Das ist sie dann also. Entschuldigung, ich bin ganz heiser. Jetzt klatschen Sie noch und morgen kaufen Sie wieder die billige Butter. Darf ich Wasser? Ja, natürlich dürfen Sie Wasser. Ja, aber ich frage mich auch, was soll das? Warum hier? Warum die ARD? Warum extra drei? Was wollen Sie damit aussagen? Ja, das ist eigentlich Zufall. Wir waren am Rückweg von Bremerhaven und eigentlich wollten Sie mal im Studio live sehen, auch Herr Ehring. Ich freue mich ja, dass ich Sie auch mal... Ja. Wir waren noch nebenan bei Ingo Zamperoni. Der Wetterbericht der ARD war auch schon mal besser. Das geht so nicht. Ja. Also wir protestieren so lange, bis die Situation wieder in Ordnung ist. Freunde! Ja. Aber gut, Herr Schaffer, man muss ja sagen, die Bundesregierung ist Ihnen ja ziemlich entgegengekommen. Auch in der EU tut sich was. Und Sie legen weiter das Land lahm, teilweise mit martialischen Methoden. Robert Habeck wurde in Schlüttsiel gehindert, daran von der Fähre runterzukommen. Ja, haben Sie Ingwertee? Oder ich bin ganz heiser. Haben wir noch einen Ingwertee für den Herrn? Ja, alles klar. Ja. Oh ja, das wäre total nett. Wissen Sie, Schlüttsiel tut uns leid. Das möchte ich jetzt hier auch im Norden auch nochmal sagen. Schlüttsiel ist ein Schandfleck für unsere Bewegung. Wir distanzieren uns in aller Form von radikalisierten friesischen Kartoffelbauern. Ich spreche hier, und das möchte ich mit Nachdruck sagen, für die bäuerliche Mitte. Und ich sage, wir sind nicht laut, wir waren einfach nur zu lange leise, Freunde. Ja. Auch andere gehen auf die Straße. Jeder normale Berufsstand geht ganz normal ohne Traktor auf die Straße. Sie demonstrieren weiter, blockieren die Straßen wegen einer Dieselsteuer. Warum? Herr Ehring, der Diesel hat doch das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Die Politik hat kein Gespür für unseren Alltag. Dass man im Winter eine Subvention streicht. Im Winter haben wir Zeit. Bitte, die Maschinen stehen voll getankt am Hof. Man ist sogar zu blöd, uns auszutricksen. Also, es tut weh. Und nur weil wir auf Traktoren sitzen, heißt es doch nicht, dass wir keine Gefühle haben. Ja, das,
Das verstehe ich sehr gut, aber ich muss auch sagen, Entschuldigung, wir wussten nicht, dass Sie kommen. Ja. Ja, wir wissen ja auch, dass Sie einen harten Job haben, aber langsam wirkt es auch ein bisschen stur hier auf dem Traktor, das Land in Atem halten. Herr Ehring, denken Sie an Ihr geöffnetes Schiebedach. Die Güllefässer stehen draußen bereit. Ich will das einfach nur noch mal hier loswerden und danke auch für die Sendezeit und dann sind wir auch wieder weg. Wir versorgen Menschen mit Nahrung und wir tun das gerne, aber das muss fair sein. Wir sollen einem bäuerlichen Idyll zwischen Bauersuchtfrau und Landlust genügen. Und gleichzeitig sollen wir zu Schleuderpreisen Top-Qualität abliefern. Das ist paradox. Ja? Wir sollen morgens die harten Pachtverhandler im Karohemd sein und abends die einfühlsame Hebamme mit dem langen Plastikhandschuh. Wissen Sie, wir träumen ab und zu mal von Urlaub, Herr Ehring. Aber dann Kolbenfresser, Totgeburt, Steuerprüfung. Und dann kommt der Tag, da stehen Sie völlig verdreckt auf dem Feld, weil Sie trotz Überdruck ein verkeiltes Holzstück aus dem Rektum Ihres Güllefasses entfernen mussten. Und dann stehen Sie da und dann hören Sie vom Traktor her ganz leise, Antenne Niedersachsen, everything is gonna be all right. Und dann hören Sie Christian Lindner, der sagt, er weiß, was die Bauern leisten, weil er schon mal die Box eines Springpferdes ausgemistet hat. Und dann nehmen Sie nicht Ihre Kinder und fahren ins Disneyland, sondern dann nehmen Sie das größte Gefährt am Hof und fahren nach Berlin. Wir wollen eine Politik, die uns ins Boot holt. Wir wollen einen Bauernverband, der diesen Namen verdient und keinen Agrarfunktionär-Lobby-Hanswurst namens Ruckwied, der kleinere und mittlere Betriebe bei Großkonzernen verrät. Wir sind die bäuerliche Mitte, Freunde! Ja. Aber warum protestieren Sie dann hier und nicht an der richtigen Stelle, nämlich beim Bauernverbandschef Ruckwied? Das ist keine schlechte Idee. Da haben Sie recht, Herr Ehring. Freunde, sucht die Privatadresse vom Ruckwied raus. Nein, Entschuldigung. Wir sind die bäuerliche Mitte. Wir sind die Vernünftigen. Wir fahren zur Zentrale des Deutschen Bauernverbands. Freunde, vorglühen, WhatsApp raus, Meetingpoint DBV. Danke fürs Mineralwasser, Herr Ehring. Vom Gülleschlauch sind ein paar Tropfen auf Ihr Alcantara-Leder. Ich habe eine Flasche Febrés ins Auto gelegt. Danke fürs Wasser. Das ist eine große Ehre. Dankeschön. Macht dich auch froh. Ja. Auf der Metaebene, man könnte auch sagen auf der Methanebene, geht es natürlich in der Tat um mehr als um Kfz-Steuer und Agrardiesel. Es ist ein Aufstand der Landbevölkerung gegen eine Politik, die vermeintlich nur in der Großstadt und für die Großstadt gemacht wird. Klar, die Ampel diskutiert über Transrechte, feministische Außenpolitik und Gendersprache. Und auf dem Land wissen viele gar nicht, was das ist. Ampel. Dann haben aber auch viele Städter den Bezug zum Land komplett verloren. Es gibt Hipster, die denken, Milch bekommt man, wenn man bei einer Sojapflanze an den Zitzen zieht. Auch in Bremerhaven haben jetzt einige Verantwortliche unter Beweis gestellt, dass sie sich mit Natur, mit Pflanzen, mit Blumen, auch mit Blumenkübeln, nicht so gut auskennen. Martina Hauschild.